Hallo, Martin Giswein hier, der heute eine Lanze brechen will für kleine Schritte, für Prototypen und für Experimentierräume. Große Unternehmen können unglaublich viel Geschwindigkeit aufnehmen in der Digitalisierung, aber auch ganz viele unnötige Kosten sparen, indem sie sich vor einem Rollout nochmal ganz stark konzentrieren auf die Prototypenerstellung. Das heißt also, dass wir mit ganz geringen Mitteln, mit einfachen Darstellungen, bevor wir zum Beispiel, wie hier sichtbar, in eine App-Entwicklung gehen, einfach vorher noch einmal die Kunden befragen, die Mitarbeiterinnen befragen, ob das wirklich diese Art und Vorgehensweise, dieser Prozess ist. Die Möglichkeiten, Prototypen zu machen, sind mannigfaltig. Natürlich kann man das auch mit digitalen Mitteln machen, sogenannte Mockups. Das heißt also, dass man eine App simuliert am Schirm, relativ schnell Punkte und Buttons setzen kann und so ein Gefühl bekommt, ob das die richtige Struktur ist. Man kann das natürlich auch mit Papier machen, ganz einfach. Wir sehen es hier. Dass das Ganze natürlich auch im Physischen funktionieren kann, wie zum Beispiel das leidige Thema 3, 4, 5 Fernbedienungen, die wir beim Sofa liegen haben, in eine zusammenzugeben und das Ganze auch noch einfach bedienbar machen. Da bekommt man gutes Kundenfeedback auf solche Prototypen und kann dann für das spätere Produkt ganz wichtige Erkenntnisse sich holen, die im Endeffekt Geld sparen, weil wir dann weniger Fehlversuche in der teuren Realumsetzung haben. Prototypen haben gute Tradition, also Leonardo da Vinci hat da auch schon angefangen, prototypisch Roboter zu erdenken. Da ist er noch nicht ganz bis zum Schluss gekommen, aber die Tradition des Ausprobierens, des Experimentierens ist eine große und viele von unseren Entwicklungen und Technologien, die wir heute haben, basieren auf solchen Prototypen, wie zum Beispiel hier der Prototyp der Maus, also ein Knopferl, ein Holzkistchen, ein Rädchen, eine Verbindung zu einem Personal Computer. Das sind die Sternstunden von Entwicklung und die hängen einfach mit Prototypen zusammen. Wenn wir ein bisschen uns anschauen wollen, was ein Prototyp ist im Gegensatz zu einem finalen Produkt, dann kann man das mit dem Donut ganz gut erklären. Also wir zeichnen einfach mal einen Donut. Den kann man noch nicht essen. Das finale Produkt wird dann die Erfahrungen des Prototypen mithaben. Dazwischen gibt es noch das sogenannte Minimal Viable Product, MVP. Das heißt, dass es schon ein reales Produkt ist, das auch mit den Kunden interagiert, in dem Fall gegessen wird, aber es hat noch nicht alle Features, alle Eigenschaften, die das fertige Produkt dann haben wird. Das bedeutet, es ist teurer als ein Prototyp, er bringt aber auch mehr Erfahrungen, das MVP, und das Kundenfeedback wird noch authentischer. Heute in der digitalen Zeit arbeiten wir natürlich ganz viel auch mit digitalen Zwillingen, Digital Twin. Das heißt also, wir müssen nicht gleich rechts dieses Werkstück bauen, sondern wir können es auch simulieren. Wir können im Computer simulieren, wie die Eigenschaften, wie die Beständigkeit des Produktes sein werden, weil ganz viele Produkteigenschaften hier schon drinnen ist, bis hin zur Belastbarkeit zum Beispiel. Erst vor kurzem wieder ein Startup entdeckt, das Betonmischungen simuliert in seiner Digital Twin Maschine und das kostet natürlich viel weniger, als wenn wir versuchsweise unterschiedliche Zement-Beton-Mischungen anrühren und dann die Belastbarkeit austesten. Dass Firmen, die Roboter bauen, natürlich viel mit Prototypen bauen, ist klar. Und wenn man sich heute die Videos anschaut von General Robotics zum Beispiel, wo wirklich akrobatische Tanz- und Sprungsequenzen von Robotern gemacht werden, dann können wir uns gut vorstellen, dass das alles auf Prototypen fußt. Aber auch im Haushalt, der Dyson-Staubsauger, wenn wir uns anschauen, wie da die Entwicklung war, dann hat die einfach mit Karton angefangen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das kostet vielleicht ein paar hundert Euro, das ist ein paar Arbeitsstunden und man kann im Design schon ganz viel heraus modellieren, kann das dann später natürlich mit kostengünstigen Spritzguss, mit 3D-Druck dann noch einmal besser machen und irgendwann gibt es ein finales Produkt, aber die Prototypisierung geht natürlich weiter und man muss sich ansehen, was die Zukunft hier bringt. Also
Gerade der 3D-Druck hat natürlich der Prototypisierung ganz viel gebracht, weil wir hier noch schneller einfache Werkstücke herzeigen können, testen können, verproben können. Dass das Ganze auch mit Lego geht, ist uns bekannt. Dass mit Lego aber auch nicht nur Situationen nachgestellt werden, Kundensituationen, Mitarbeiterinnen-Situationen, sondern auch Prozesse von Teams erarbeitet wird, wo ganz einfach durch diese physische Angreifbarkeit Prozesse auch noch klarer werden. Das ist etwas Hochproduktives und etwas sehr Ernstes, weil es ganz einfach betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Genau Prozesse, wie ist diese Pizzabestellung über die App, wann kommt es, wo kommt es hin, wo ist es ablegbar. Prozesse prototypisch darzustellen, halte ich für ganz elementar, denn der Prozess ist so unangreifbar, dass es wirklich schön ist, wenn man das vorher zeichnet, zum Beispiel auf seinem Storyboard. Ja, und wo kann man diese Prototypen machen? In der Firma, ja klar, wenn man da einen Raum hat, auch eine Rückzugsmöglichkeit, wo man weiß, dass Experimentieren möglich ist, wo Werkzeug da ist, wo man gut zusammenarbeiten kann oder da zum Beispiel in der Grand Garage in Linz, in der Novazone, ganz viele Einrichtungen gibt es heute, die man mieten kann, wenn man nicht einen eigenen Experimentierraum im Unternehmen hat. Und alleine, dass die Mitarbeiterinnen und die Kundinnen dann in einen anderen Raum gehen, ist schon für die Innovationskraft etwas ganz, ganz Wichtiges. Durchgeführt wird es durch Abteilungen im Haus, Innovationsabteilung oder eben Digital Office, dass einfach diese Experimentiermöglichkeiten, auch die Unterstützung, die Moderation dieses Experimentierens der Mitarbeiterinnen ermöglicht. Ich lade Sie wirklich dazu ein, exzessiv diese Möglichkeit zu nutzen, denn sie spart Geld und bewahrt uns vor dem Hinausschießen mit Millionenbeträgen von Produkten, von denen wir glauben, dass sie die richtigen sind, aber dann einfach bei der Kundin nicht wirklich ankommen. Herzliche Einladung für Prototypisierung und für das Ausnutzen bestehender Experimentierräume für digitale Organisationen, für Organisationen, die sich sinnvoll, betriebswirtschaftlich sinnvoll digitalisieren.